Grüezi. Ich zeige Ihnen, wie Sie können als Lernende am Strickhof Office 365 gratis bis auf 5 Geräte installieren. Sie machen das Internet in einen Internet-Browser auf und geben dann ein Office 365.com. Sie gehen dann da links auf Produkte und dann da ganz rechts für die Ausbildung für Schüler und Studierende. In dem Feld geben Sie Ihre Strickhof-Mailadresse ein. Und könnt da auf erste Schritte. Dann können Sie da auswählen, ob ich bin Schüler, Student. Und jetzt haben Sie schon ein Mail bekommen an Ihre Strickhof-Adresse. Für das gehen Sie auf die Strickhof-Seite. Sie können entweder direkt ins Webmail gehen oder übers Intranet. Nachher da oben rechts aufs Webmail klicken. Und Sie sehen da, Sie haben da schon ein Mail bekommen. Wenn Sie nochmal fragen, ob das richtig ist, dass Sie das sind, Sie können das sagen, jawohl, bestätigen. Dann geben Sie da nochmal Ihre Daten ein. Das Kennwort. Und gehen dann da auf Start. Jetzt können Sie da oben, würde ich sagen, empfehlen, nehmen Sie die Häkel da raus. Das ist nicht eine Sache installiert, die Sie da nicht brauchen. Und Sie können da auf andere Installationen. Da sehen Sie die Programme, die Sie da zur Verfügung haben, die abgeladen werden. Sie können da die Sprache auswählen. Und je nach Notebook oder Gerät, das Sie haben, können Sie sich auch entscheiden, wenn Sie jetzt 32-Bit oder 64-Bit-Variante. Wenn Sie das ausgewählt haben, gehen Sie noch auf Installieren. Da geht das Fenster auf, wo sagt, was Sie da eigentlich machen müssen. Unter dem wird abgeladen, wo Sie nachher dann können auf Ausführen klicken. Das Ganze können Sie, wie gesagt, bis auf 5 Geräte installieren. Was Sie auch noch haben, ist ein Speicherplatz von 1 TB auf OneDrive for Business. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Viel Spaß damit.